Herzlich willkommen von Woman Adventure. Ja, leider ist genau vor einer Woche Angie so fest gebissen worden am Bein, dass es gleich zweimal gebrochen wurde. Wir sind deshalb von Zürich direkt nach Kerman gefahren und haben sie dann röntgen gelassen, ärztlich behandelt. Und jetzt sind wir seit einer Woche in Kerman. Deswegen konnten wir nicht so vieles zeigen, filmen wie sonst. Und aber doch etwas seht ihr, ein bisschen Kerman halt und ja, wie es der Angie so geht. Also dann war eine harte Woche für uns, ihr versteht sicher. Und ja, aber schaut jetzt rein und danke, seid ihr dabei. Ja, vielleicht noch was zur Situation, Iran. Ja, kamen viele Warnungen, aber bis jetzt ist hier alles ganz normal und ich glaube auch nicht, dass Israel irgendwie gleich auf Zivilisten losballert. Von daher machen wir uns keine Sorgen und wir bleiben mal vorerst hier und beobachten einfach die Lage. Ich lese immer, was so läuft in der Welt sowieso. Ja, also viel Spaß beim Schauen und ab geht's. Neue Morgen in Zürich und wir stehen vor einem angeblich tausendjährigen, wirklich tausendjährigen, so steht es auch in Google, Zypressenbaum. Steinalt, groß, mächtig, Wahnsinn. Ja, wir sind jetzt in Kerman angekommen und unser erster Weg führt in die Veterinärklinik, denn die Angie hat sich verletzt. In Zürich gab es unglaublich viele Straßenhunde und da hat sie nachts wohl mit einem von denjenigen einen falschen erwischt. Sie wurde gebissen am Bein, es wird geröntgt, was da los ist. Hier geht es rein in die Klinik. Das sieht ja modern aus hier. Angies Bein hängt recht schlapp runter, jetzt wird er noch geröntgt, ob es vielleicht gebrochen ist. Angie muss geröntgt werden, da sind wir jetzt woanders hingefahren, weil hier in der Stadt gibt es einen Röntgenarzt, der die verschiedenen Kliniken bedient und der ist im Moment in seiner eigenen Praxis. Angie ist das erste Mal auf dem X-Ray, aber sie macht dann doch ihren Job ganz gut und tatsächlich, der Knochen ist gebrochen und zwar beide. Da muss der Straßenhund ganz schön zugebissen haben, um den Knochen durchzubeißen. Das braucht jetzt leider eine OP. Na, Angie, hast du dich wieder gezopft mit den Straßenhunden und jetzt hast du den Kürzeren gezogen. So ein Mist. Wir sind am Geldwechsel. 200 Euro. Jetzt kriegen wir so viele Noten. Jeder Schein ist 1 Million wert. Und sie hat 100 Euro. Das ist doch nicht fair. Ich gebe 4 Noten und kriege über 70. Boss gegen die Hitze. Die OP hat jetzt 125 Millionen Rial gekostet. Das sind 125 Scheine. Der René ist fest am Zählen. Ja, alle Hundebesitzer kennen das. Es ist nie einfach, wenn ein Hund leidet. Man leidet da mit Vollgas mit und ich natürlich auch. Und die Angie wurde gestern operiert, die haben einen Stift reingemacht, 2 Knochen sind da durch gewesen, ich habe es gesehen auf dem Röntgenbild. Ja, und jetzt gilt es, sie zu pflegen. Ja, seit gestern Abend liegt sie jetzt da. Hier ist das Bein, das gebrochen ist, da haben sie operiert. Die Tatze ist extrem geschwollen da. Sei normal nach der OP. Ja, draufstehen kann sie nicht. Jetzt mal schauen, wie das funktionieren soll. Wir haben jetzt neben diesem Park hier übernachtet und müssen ja nochmal in die Klinik und gucken jetzt ein bisschen das Nachtleben an in diesem Park. Da arbeiten die jungen Leute am PC. Jogging ist auch beliebt. Sogar bei den Frauen. Bäume brauchen Wasser. Bei den Herren ist Tisch, denn die spielen hier hoch im Kurs.
Very good. Jeden Abend treffen sie sich hier, um gemeinsam zu viert in aller Altersklasse zu spielen. Das ist schon witzig. Ich glaube, die nehmen das ernst. Oder auch nicht. Die kleinsten Schaukeln am Spielplatz. Die Jugend trifft sich und diskutiert. Inline-Skaten wird auch geübt, wer mal ein Meister werden will. Jetzt habe ich mir in einer iranischen Restaurantkette ein Essen geholt. So sieht das aus. Ja, das Ganze hat 1,1 Million gekostet. Das sind 1,50 Euro. Und das hier ist die Kette. Mal schauen, ob es gut ist. Ich nehme es jetzt mit. Superbäckerei sieht aus wie bei uns. Also kein Unterschied zu merken, Bäckerei, außer dass viel mehr Personal hat. Da kommen die leckeren Croissants. Ah. So delicious. Wow. What is this? Pardon, croissant. Croissant. Sweet, hä? Eh? Lassen wir es mal gut gehen, heute wird ein guter Tag. Und er fängt an mit ein bisschen Brot, Süßigkeiten. Wow, jetzt guckt euch das an. Hey. Das ist mein Latte Macchiato, Schokolade und Croissant, Almond, Butter und hier ein leckeres Brot, wie wir es auch kennen von uns. Hey. Ja, dann. Unsere erste Taxifahrt im Iran. Wir sind ein bisschen außerhalb der Stadt. Das kostet keine Euro, um ins Zentrum zu fahren. Mit Snap. Das ist eine App, die man runterladen kann. Jetzt geht's in den Bazar. Ich habe schon ein paar Hosen gekauft aus Baumwolle. Jetzt sind wir definitiv im Orient angekommen. Es ist Mittagszeit und noch nicht so viel los. Innerhalb vom Bazar in Kerman ein ganz schöner Hofplatz. Jetzt geht's in den Ganchali Gan Komplex rein. Also definitiv der Orient. Ach, ist das schön. Also das flasht mich jetzt irgendwie richtig, weil ich liebe solche Gebäude.
Jetzt gönnen wir uns noch ein Eis. Hier in diesem Innenhof. Bei 28 Grad geht ja noch. Wir sind jetzt oberhalb von Hammam oder Bad House, was man klar erkennt an diesen runden Glocken. Und so kommen wir von einer zauberhaften Ecke in die nächste. Hier gibt es so wunderbare Kaffeehäuser inmitten eines Badehauses, wie es aussieht. Nach gut einem Kilometer geht es in den Außenbazar, das nimmt fast kein Ende. So wird im Iran gegessen. Wir sind im Zoroaster-Tempel gelandet. Das ist ein alter Glaube, der Feuertempel. Und hier brennt das ewige Feuer. Zwei ganz nette Polizisten sind gerade gekommen und haben gefragt, ob alles gut ist. Sie passen auf. Und morgen, ja, wenn er Zeit hat, lädt er mich zu seiner Familie ein. Ehrlich. Ab und zu haben wir Besuch, dann wird fleißig in die Taste gedrückt und gefragt und und. Was wir jeden Tag hören ist, where are you come from? Weil es gestern so gut war, sind wir wieder im gleichen Kaffee drin. Ja, und essen die feinen Gebäcke. Also die Iraner haben also auch Hunde, wie man sieht, da hinten gleich zwei Stück. Und auch etwas verwöhnt, weil da hinten ein Dackel auf dem Stuhl sitzt. Und da vorne ist noch ein Hund, der ist sogar auf dem Tisch kurz. Ja, das geht bei mir nicht. Die Ayla. Alles ohne Leine, schön da unten. Perfekt. Heute kamen ganz viele Nachrichten rein und Warnungen, ob ich wisse, was abgeht in der Politik. Ja, aber wir sind beschäftigt mit dem Hund. Sie ist immer noch verletzt. Sie hat den Gips noch nicht gekriegt. Und wir essen jetzt hier. Hier im Land selber merken wir noch nichts. Aber eben, kann sich ändern. Ja, aber sonst ist hier alles wie gewohnt. Mal schauen. Während ein Stück weiter prächtige, glitzernde Kleider im ursprünglich traditionellen Stil verkauft werden.
Die Iraner halten immer wieder Vögelchen in solchen Käfigen, damit sie singen, aber leider alleine. Aber sie finden sich hier überall. Am Abend hat der Basar natürlich schon auch ein extra Flair. Du bist aber eine Süße. Hallo. Ja, heute ist der 3. Oktober. Und hier findet das Leben auf dem Ark Square ganz normal statt. Den Leuten gefällt es, sich hier zu treffen, Kaffee zu trinken, zu unterhalten. Und ja, die Iraner lieben auch Fast Food. Und sie lieben es bunt. Hier wird Holzschmuck verkauft. Kommt auch der Kaffeeliebhaber voll auf seine Kosten. Wir stehen jetzt hier schon 5-6 Nächte gleich neben dem Park. Ja, und das ist das Nachtleben der Iraner hier. Die spielen Ball, also die saufen nicht. Ein bisschen viel Gegenlicht. Hä? Cool! Du hast echt Kraft. Hey, die haben richtig Freude am Ballspielen hier. Ja, und die können es, ja. So, Morgenspaziergang und ein kurzes Match am Morgen. Hey, René ist hier am Üben. Als Jugendlicher ein Ballkünstler. Mal schauen, ob es noch geht. Das ist der Gegner. Also die Haltungsnoten sind schon mal gut. Ja, sind scheiße. bisschen aus der Übung, oder? Ja. Aber Haltungsnoten kriegst du in Note 1. Ja, Iran ist mehr Nachtleben, denn jeden Abend ist der Platz gefüllt. Es wird gespielt, es wird zusammengesessen, gegessen. Und am Tag ist hier tote Hose. Ja, und hier gibt es jede Menge Jokerinnen. Und da kommt eine, aber ich glaube, die kennt ihr schon. از زندگی برام بیشتر از این سخت بشه یکم به خودت بیا فکر کنم وقتشه از آسمون سنگ بیاد حتی اگه جنگ بشه دل من تو رو میخواد میدونی حقشه نزا زندگی برام بیشتر از این سخت بشه یکم به خودت بیا فکر کنم وقتشه از آسمون سنگ بیاد حتی اگه جنگ بشه دل من تو رو میخواد Wie man hier sieht, gibt es viele, vor allem die jungen Mädchen, die sind ohne Kopftuch. Das setzt sich da immer mehr durch. Wir sehen ganz viele, speziell die Jungen eben. Die Sandra will es noch mal wissen.
Ja, ist die Angie jetzt. Vor 6 Tagen wurde sie operiert. 5 Tage lang bekam sie Medikamente, auch Spritzen, jeden Morgen und Abend Antibiotikum und andere Spritzen. 3 Stück. Und haben wir selber gemacht, Schmerzmittel. Ja, seit heute Morgen ist jetzt das vorbei und morgen kriegt sie hoffentlich den Gipsverband aus Fiberglas vermutlich. Ja, sie bleibt den ganzen Tag im Camper eigentlich, nur geht nur raus einmal, zweimal am Tag zum schnell ihr Geschäft machen. Und das war's. Belassen tut sie das Bein noch nicht. Es ist noch geschwollen. Leicht, ja, Angie, nicht einfach. He? Wir sind wieder in der Tierklinik und Angie bekommt die Fixation für den Bruch, nachdem etwas abgeschwollen ist jetzt. Untersuchung, ob es noch geht, ob es schon abgeschwollen ist. Angie findet es gerade blöd, sich hinlegen zu müssen, aber fürs Fixieren ist das besser. Jetzt gibt es erstmal einen dicken Verband ums Bein als Polster. René ist nervös. Ja, René ist der Patient hier, oder? Aber der gute Mann versteht hier sein Handwerk. Jetzt ist Angies Bein eingestrichen worden mit der Fixationsflüssigkeit. So, das ist jetzt ein ganz, ganz, ganz steifes Bein für Angie. So, Angie hat jetzt ein Hinkebein, da muss sie sich erst dran gewöhnen. Jetzt geht es wieder in den Camper. Das ist natürlich eine Prozedur, immer hier wieder in den Camper zurückzukommen. Ha? Aber was ist das? Kindergartenbesuch in der Tierklinik. Ihr seid ja gut. Ich wollte eigentlich was über die Tiere erfahren. Ha? So, sie bekommen jetzt eine Tierklinik-Erklärung. Jetzt haben sich die Kinder den ganzen Tierbedarf angucken dürfen. Jetzt müssen sie wieder in Reihe und Glied sich aufstellen. Das machen die toll. Ihr seid so süß. Die Kinder dürfen jetzt mal bei der Katze gucken, die ist. Die Angie ist jetzt im Camper und seit einer Woche liegt sie eigentlich nur noch. Kann nur noch raus fürs Geschäft und dann kommt sie wieder rein. Sie will es auch so. Ja, jetzt halt mal entspannen. Und wir können weiterfahren. Endlich auch noch eine Woche. Der Hund hatte Vorrang, aber jetzt ist der Gips dran. Jetzt dauert es etwa 14 Tage und dann können wir röntgen. Zum X-Ray und dann sagt uns dann der behandelte Arzt oder der operiert hat, ob der Gips weg kann oder eben nicht, ob der Knochen gut zusammengewachsen ist schon oder nicht. Ja. Wir geben ihm natürlich noch Calcium-Tabletten, damit das ja, auch gut und schneller geht. Ja, vielleicht noch was wegen den Kosten. Wir sind im Iran, hier ist zum Glück nicht allzu teuer. Wir haben zwar den besten Chirurgen in der Stadt hierher bestellt, beziehungsweise der Arzt hat das gemacht. Der kostet halt den doppelten Tarif, statt 100 dann halt 200 Euro. Also alles in allem hat irgendwie 220, 30 Euro gekostet. Ja, das ist absolut okay. Ich zahle lieber einen Hunderter mehr. Dafür macht es jemand, der schon Erfahrung hat, weder dass man da rumbastelt. Genau, aber das sind ungefähr die Kosten. Also von daher ist das alles ja, sehr günstig. Ja, trotzdem, wer will, kann sich gerne an den Kosten beteiligen. Unten findet ihr einen Link vom PayPal. Ja, ich schiebe jetzt das noch dazwischen, weil das Video seit 3 Tagen bin ich da, das Versuchen hochzuladen. Und jetzt musste ich nochmal was machen, verändern wegen Copyright. Das ist mühsam. Aber ich hoffe, dass es jetzt dann klappt beim Upload und ihr das endlich sehen könnt. Okay. Ja, das war es von mir. Diesmal ein bisschen kürzeres Video. Die Woche war für uns, vor allem für mich, sehr anstrengend und ja, nicht ganz einfach. Man leidet natürlich immer mit als Hundebesitzer, ihr kennt das sicher. Ich speziell, weil ich sehr sensibel bin. Aber jetzt hat sie den Gips, jetzt bin ich
mal beruhigt und das Ganze sieht eigentlich gut aus bis jetzt und ich hoffe, es bleibt so. Also danke, wart ihr dabei und ja, dürft auch hier den Daumen hoch geben, auch wenn es nicht ganz schön war, aber trotzdem, das Leben geht weiter und im nächsten Video sind wir dann wieder am Reisen und ja, also mehr kann ich nicht mehr sagen. Also herzlichen Dank und ja, tschüss.